So, da sind wir jetzt wieder am helllichten Tage. Gestern sind wir gut in Oslo gelandet. Unser Flug hatte ein bisschen Verspätung. Das war aber jetzt nicht weiter das Problem. Wir sind, wie gesagt, zeitig angekommen und haben auch unser Gepäck erhalten. Dann ging es für uns weiter zum Expresszug. Der Expresszug fährt vom Flughafen Oslo bis zum Stadtzentrum Oslo und noch einige andere Bahnhöfe an. Man muss dazu wissen, dass der Flughafen hier in Oslo ca. 50 Kilometer und mehr vom Stadtzentrum entfernt ist, man also dann nicht ohne weiteres einfach so in der Stadt ist. Das hatten wir im Voraus gebucht. Man kann sich Tickets online buchen für diesen Expresszug oder auch für den öffentlichen Nahverkehr. Man kommt also auch, das ist glaube ich Zone 4 oder 5 dort oben, theoretisch mit dem Bus oder dem normalen Zug bis in die Stadt rein. Kostet dann allerdings, ja, je nachdem ein bisschen mehr, weil man das ja nicht so oft fährt. Und dieser Expresszug, das Ticket dafür, das ist 90 Tage gültig. Das heißt, man kann das im Voraus buchen und innerhalb dieser 90 Tage halt nutzen. Das haben wir jetzt in der Voraussicht dann schon mal für sowohl die Hinfahrt als jetzt auch nachher, wenn es für uns dann wieder zurückgeht, die Rückfahrt gebucht. Ansonsten sind wir vom Hauptbahnhof aus erstmal noch in ein Restaurant, haben da erstmal was gegessen. Unsere Ankunft gestern Abend etwas später war und das war irgendwas, glaube ich, so um 21 Uhr. Und die Geschäfte dann auch um den Dreh nachher schon zugemacht hatten, also die Einkaufsläden, haben wir uns entschieden, dann da nochmal schnell was zu essen. Und hatten dann aber sogar noch die Chance, nebenan in einem kleinen Supermarkt was einzukaufen für Frühstück heute. Mit dem ganzen Hafengut sind wir dann runter in die Metro und mit der Metro dann ein paar Stationen weitergefahren und von dort aus mit dem Bus zu unserer Unterkunft. Das klingt jetzt zwar ein bisschen länger, aber das war alles ganz überschaubar. Auch für den öffentlichen Nahverkehr hatten wir uns Tickets vorgeholt, und zwar Zeittickets. Das heißt, sie sind jetzt für ein paar Tage gültig. Das ist wie so ein 24-Stunden-Ticket, das Ganze. Auch das haben wir über eine App buchen können. Das ist alles digital. Man musste jetzt nicht irgendwo noch zu einem Ticketautomaten hin. Das Ganze heißt, das Unternehmen hier für den öffentlichen Nahverkehr heißt Ruta. Und da gibt es zum einen eine App, für die einem ansagt, wenn man von A nach B will, welche Option da die beste für einen ist. Und es gibt dann halt entsprechend noch die andere App, wo man halt online seine Tickets kaufen kann. Das hat alles sehr gut funktioniert. Wir sind gut angekommen in unserer Unterkunft, haben dann noch einen entspannten Abend gehabt. Gar nicht mehr viel gemacht, saßen aber direkt noch draußen und haben noch die letzten Sonnenstrahlen zugeschaut beim Sonnenuntergang. Und jetzt geht es quasi für uns los in die Innenstadt. Wie ihr seht, spazieren wir hier gerade ein bisschen durch die Gegend. Wir wollen nicht mehr so viel umsteigen mit Bus, Metro und hin und her. Und deswegen nehmen wir jetzt ein nur für ca. 15 Minuten Fußmarsch auf uns zur nächsten Metrostation und von da aus fahren wir dann quasi rein in die Stadt. Auch hier in Oslo haben wir es aktuell 29 Grad. Das heißt, es ist auch immer noch ziemlich warm. Das heißt, das ist auch gerade das, was wir uns herausgesucht hatten, dass wir jetzt hier oben auch immer noch den Sommer mitnehmen können. Und wir sind mal gespannt, was uns in der Stadt so erwartet. Wir haben hier für Oslo nichts Großes eigentlich geplant und werden wahrscheinlich uns mal hier und da auch so ein älteres Museum angucken oder das Schloss und gewisse Parks oder die Häuser hier rechts und links im Vorbeigehen und lasst uns selber auch überraschen. Bis dahin, tschüss!
wir jetzt wieder. Und zwar waren wir heute ziemlich viel unterwegs zu Fuß. Nachdem wir mit der Metro in die Stadt reingefahren sind, zum Hauptbahnhof, ging es für uns zu Fuß als erstes zum Opernhaus. Und dort konnte man auch von außen aus direkt auf das Dach raufgehen und hatte schon einen Blick über den Hafen und auch nochmal den Stadtbereich von Oslo. Da hatten wir ein paar Fotos gemacht entsprechend und sind dann nochmal wieder runter zu einem Streetfood-Market, der da ganz in der Nähe aufgebaut wurde. Da gab es verschiedene Aktionen. Wir hatten uns erstmal hingesetzt, was getrunken, ein bisschen den Ausblick genossen, auf das Wasser raufgeschaut und uns einfach ein bisschen treiben lassen. Danach sind wir dann weiter in die Stadt hinein zum Rathaus. Vom Rathaus aus fahren auch viele Fähren ab, direkt am Wasser am Hafen, wo man hier verschiedene Punkte quasi umliegend um Oslo und selber in Oslo auch anfahren kann. Dazu dann später nochmal mehr, wenn wir da selber nochmal sowas zu den Preisen erfahren. Da waren wir nämlich heute noch nicht mit unterwegs. Das ist auch nicht in unserer Zonenticket von Router hier inkludiert, sondern lediglich Bus, Metro, Zug und die Straßenbahn. Genau, dann ging es für uns vom Rathaus aus zum Königspalast. Den kann man ganz normal von vorne aus betreten, also den Palast selber jetzt nicht. Dafür braucht man extra Tickets oder Berechtigung für. Aber man kann quasi auf das große Gelände rauf. Und die Eingänge werden entsprechend von den Königswachen auch bewacht, die auch gut aufpassen, aber auch recht freundlich sind. Die dürfen sich auch unterhalten, die lassen auch Fotos mit sich machen und wirken relativ nett eigentlich, so wie das, was man sonst vielleicht erwartet von so Königswachen. Von dort aus sind wir dann erstmal noch in den Schlossgarten gegangen, haben uns dann noch mal ein bisschen ans Wasser gesetzt. Da gibt es verschiedene Teiche, bevor es dann für uns zu Fuß weiterging, nochmal quer durch die Straßen zum, wie hieß das noch? Matthallen, genau. Die Matthallen sind quasi ein großer Hallenbereich, wo es verschiedene Essensmärkte drin gibt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, wer unsere Beiträge gelesen hat, wie in Kanada, der, na, wie hieß er da noch? Keine Ahnung. Kanada in Vancouver, der entsprechende Markt. Südafrika gab es auch sowas. Genau, Südafrika gab es auch sowas. Und da haben wir uns ein bisschen umgeschaut, haben dort auch was gegessen. Und sind dann ganz entspannt zu Fuß nochmal wieder zurück in die Stadt, wo wir dann letztendlich vom Hauptbahnhof wieder mit der Metro wieder hier zurückgefahren sind. Und jetzt schlendern wir hier gerade den Weg hoch. Ja, leider alles bergauf. Ein bisschen anstrengender, aber wir schaffen das. Entspannen dann noch ein bisschen bei der Unterkunft und lassen den Abend dann ausklingen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Moin. Heute ist Sonntag, hier auch in Oslo, und während die meisten Geschäfte hier zu haben, haben wir uns jetzt dafür entschieden, dass wir für heute mal in den Park gehen werden. Wir sind gerade wieder auf dem Weg zu unserer Metro, wo wir dann entsprechend halt weiterfahren. Wir hätten heute auch einige Museen noch besuchen können, die haben heute auch auf, aber da am Wochenende da meistens mehr Andrang ist, wollten wir uns das heute nicht antun, sondern eher noch für die nächsten Tage aufbewahren. Und daher sind wir jetzt, wie gesagt, kurz entschlossen auf dem Weg zu einem Park, den wir uns anschauen wollten. Was danach noch so folgt, das entscheiden wir dann spontan. Wir wollen einfach den Tag ein bisschen relaxend, entspannt angehen. Jetzt gar nicht so viel vorab planen. Wir haben gestern schon einiges gesehen in der Stadt, sind auch einiges zu Fuß abgelaufen. Und haben das auf jeden Fall schon mal für sehr schön hier befunden. Genau. Und werden jetzt auch einfach mal schauen, ob wir uns noch ein bisschen an die Wasserfront setzen und den Ausblick genießen auf den Fjord. Oder halt was einfach kommt. Also, bis später.
So, da sind wir jetzt wieder, und zwar in unserer Unterkunft. Wir sind jetzt quasi schon wieder zurück, haben den ganzen Tag schon hinter uns. Und tatsächlich hat es jetzt auch draußen angefangen zu regnen und zu gewittern. Es hat sich alles zugezogen und es regnet jetzt ein bisschen mehr. Wir haben eben gerade noch uns mit unserer Gastgeberin kurz unterhalten. Die sind jetzt quasi wieder zurück aus den USA. Die waren selber unterwegs und hatten uns da noch kurz ausgetauscht über das Reisen und was wir hier alles schon in Oslo gesehen hatten. Ansonsten, wie ihr vielleicht vom letzten Beitrag wisst, waren wir zuletzt im Frogner Park. Also wir sind auf dem Weg zum Park gewesen. Wir waren in dem Frogner Park hier in Oslo. Das ist ein großer Skulpturenpark, wo entsprechend verschiedene Skulpturen auf der Brücke aufgebaut sind. Es den großen Monolithstein gibt und auch eine andere Skulptur, die quasi den Kreislauf des Menschen, also den Kreislauf des Lebens darstellt in Form dieser Skulpturen. Von da aus sind wir dann, nachdem wir uns das angesehen hatten, zurück oder weiter in die Innenstadt, muss man eher sagen. Dort haben wir noch einen kurzen Stopp bei der Apotheke gemacht, denn man hat es wahrscheinlich bisher noch nicht so groß mitbekommen oder auch, wir haben es noch nicht, glaube ich, erwähnt, aber wir sind beide ein bisschen angeschlagen. Und zwar, Vivi verfolgt schon seit längerem ein Husten, ich glaube schon seit den letzten Italien-Tagen. Das ist nicht besser geworden und bei mir hat sich jetzt seit dem Surfkurs und dem Roadtrip runter an die Algarve so ein Schnupfen angesammelt. Das heißt, wir haben uns noch mal kurz an der Apotheke versorgt, denn obwohl hier heute Sonntag ist, gibt es hier Apotheken, die hier rund um die Uhr aufhaben tatsächlich, also jeden Tag und 24 Stunden lang. Dann haben wir uns kurz eindecken können, genau, das ist von der Medizin her ein bisschen teurer als halt in Deutschland, so wie alles hier in Oslo, aber dennoch geht halt die Gesundheit vor. Ansonsten sind wir dann von da aus weiter nach Akerbrücke, muss ich kurz ablesen, die Namen hier sind manchmal ein bisschen schwer auszusprechen. Das ist ein Wasser, ein Bereich, ein Wohnbereich direkt am Wasser. Es ist ein ziemlich moderner Wohnbereich und man hat dort quasi auch ganz viele Restaurants mit integriert. Von Akerbrücke fahren auch verschiedene Fähren ab zu verschiedenen Orten, die man halt besichtigen kann. Sei es jetzt andere Fähranleger direkt in Oslo oder aber halt benachbarte Inseln im Fjord. Da wollten wir vielleicht nochmal gucken, ob wir das hinbekommen. Wir sind da entsprechend langgelaufen. Es gibt dort auch künstlich angelegte Strände bzw. halt auch Wiesen, wo man einfach von dem Bootsanleger aus ins Wasser springt und über die Leiter wieder hochklettert. Das hat uns schon ein bisschen neidisch gemacht, denn wir waren nicht darauf eingestellt, hatten keine Badesachen mit und da waren gefühlte 200 Leute, die da baden waren, wenn nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz haben wir den Ausblick genossen und die Gegend, haben dort noch was gegessen, bevor wir uns dann mit dem letzten Stop quasi nochmal auf den Weg in die Innenstadt gemacht haben. Hier in Oslo gibt es auch eine Hillsong-Gemeinde oder die Hillsong-Gemeinde, eine Hillsong-Kirche. Und da waren wir noch beim Gottesdienst, der war um 17 Uhr nachmittags oder Frühabend, könnte man schon fast sagen. Und da haben wir uns ganz nett mit Leuten unterhalten, die selber auch erst seit kurzem verheiratet sind, noch relativ jung und auch ein bisschen schon unterwegs waren. Und die waren auch sehr interessiert an unserer Weltreise und den ganzen Geschichten und was wir da am besten fanden. Das Gespräch haben wir sehr genossen, aber genauso auch den Gottesdienst an sich. Der war zwar überwiegend in Norwegisch, was es ein bisschen schwierig machte, alles zu verstehen. Allerdings hatten wir heute einen Gastpastor aus Phoenix, aus der USA. Sein Englisch war perfekt und das war für uns ein bisschen leichter, weil diesmal brauchten quasi die Norweger vielleicht einen Übersetzer, den man sich aber tatsächlich auch holen kann vorweg. Also es gab Übersetzungsmöglichkeiten. Genau, und nach dem Gottesdienst sind wir dann einfach wieder zurück zur Unterkunft, weil wir dann auch schon ein bisschen ausgelaugt waren von dem ganzen Hin und Her wieder am Tag. Es waren wieder an die 30 Grad oder mehr. Viel Sonne, es waren zwar ein paar mehr Wolken heute im Laufe des Nachmittags da. Und jetzt, wie gesagt, regnet das und donnert das im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade auch hört. Und haben uns jetzt wieder in die Unterkunft zurückgezogen. Gucken mal noch, was wir jetzt Montag machen, also morgen, was wir da so starten und was halt sonst noch über ist, was wir unbedingt noch sehen wollen. Aber auch alles ohne halt groß zu hetzen, denn wir wissen, alles werden wir hier nicht schaffen oder alles durchhetzen und einiges spricht uns ja auch gar nicht unbedingt an. Genau, daher einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.